Thank you.
Jetzt geh rein, ey! Wir werden jetzt auch mal schießen! Ja, wie gesagt, ich konnte jetzt mit der Leistung von der Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden sein. Wir haben ein bisschen mehr individuelle Fehler gemacht wie in den vergangenen Spielen. Das ist klar, das muss man auch sagen. Es war natürlich auch eine entsprechend gute Mannschaft. Wobei, wie gesagt, dieses Ergebnis 3-1 ist jetzt ein bisschen meines Erachtens auch zu hoch ausgefallen. Und unterm Strich muss man resultieren und ich bin eigentlich nicht einer, der schier diskutiert, aber heute haben die Schiedsrichter das Spiel entschieden und nicht der Gegner. Es war klar, wie gesagt, mit diesen Füllen an Fehlentscheidungen konnte es eigentlich kein Spiel gewinnen und es ist traurig. Aber es kommt halt immer wieder vor, wie gesagt, dass halt die Schiedsrichter eingreifen und entsprechend so eingreifen, dass er ins Spiel in die andere Richtung kippt. Das hat man heute gesehen. Ich glaube, alle Zuschauer können mir da nur zustimmen und es ist schade und traurig, dass man dadurch verliert. Ist passiert, aber wir werden uns deshalb nicht grämen. Wir hacken das jetzt ab und wie gesagt, am Dienstag geht es schon wieder weiter. Schwierig zum Pfeifen, ist auch von außen ziemlich hitzig gewesen. Innen am Feld, muss ich sagen, war es eigentlich gar kein Unfairspiel. Ja, ist halt von außen ziemlich hitzig gemacht worden durch die Zuschauer, aber es hast öfters. Damit muss man als Schiedsrichter leben. Elfmeter für uns, ganz klare Sache. Stürmer legt sich am Ball am Torwart vorbei. Torwart räumt ihn ab. Gelbe Karte, Elfmeter. Was soll man machen? Und die roten Karten sind uns als Team einig gewesen. Assistenten waren auf der Situation drauf. Fairer Zweikampf im 16er. Spieler von Grün tritt ihn danach absichtlich auf Knöchel, Schienbeinhöhe. Deswegen rote Karte, Tätigkeit. Ja, also es ist grundsätzlich so, ich glaube, wenn man es nicht gern macht, dann wird es da ganz eng bei solchen Situationen. Wie gesagt, ich mache es gern. Ich war auch als Spieler jemand, der gern über den Schiedsrichter mal nicht die freundlichsten Töne gesprochen hat. Ich finde bloß immer das Wichtigste ist, dass der Respekt nicht verloren geht. Und das war halt teilweise halt nicht so der Fall. Finde ich persönlich immer schade. Aber das sind alles Emotionen. Ich kann es auch nachvollziehen, dass man vielleicht einmal nicht einverstanden ist. Und für mich ist auch das nach dem Spiel erledigt. Deswegen, ich nehme das nicht mit nach Hause. Ich lasse das auf Fußballplatz. Das ist alles gut. Und das ist für mich am Ende des Tages auch das Wichtigste, dass man sagt, hey, wir waren nicht perfekt, die waren nicht perfekt. Jeder macht seinen Fehler. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich aber sehr zufrieden mit unserer Leistung heute.